Pokémon-Trainer handelt, wäre das ein Heimvorteil. Oh, oh, wir sind schon in-game. Und wir, oh, haben, wir hatten recht, PT gegen Ike, aber auf Smash, Small Battlefield. Und Ike, also SDN, auch schon im Vorteil. Mhm. Aber Ian kommt rein, versucht für den String zu gehen. SDN sofort mit der Antwort. Und man muss halt auch einfach sagen, Squirtle kann halt sehr viele Moves ineinander stringen, aber die Moves von Ike ballern einfach mehr. Mhm. Und also wenn Ike wirklich einfach... Und das ist der erste... Passiert Gas hier. Es ist... Ja, sieht düster aus von Anfang an gleich, aber das ist noch nicht aller Tage Abend. Hack Ike überhaupt einen Move, der sehr schwach ist, der kann mal abgesehen von ihm Throws oder so. Meinst du jetzt, der nicht killt? Ja. Der Downhill dürfte nicht killen, Downhill leadet into kill confirms. Also, ja. In gewisser Hinsicht killt das meiste. Aber ich glaube, das ist gar nicht so relevant. Viel wichtiger in diesem Matchup ist es gerade reinzukommen bei Ike, wenn ihr das anguckt. SDN geht für einen soliden String, guckt dann auf die Panic-Option seines Gegners, wie er gerade in Erde schon wartet. Oh mein Gott. Aber selber fast gestorben hier an der Stelle. Ist auch im Matchup und stirbt nicht an dem F-Smash. Ike ist einfach schwer. Der Mann macht Massephase aktuell. wird hier gedownet into Razor Leaf und der Air Dodge Sweet into Up-Air. Diese Geduld von beiden Spielern ist wunderschön mit anzusehen. Downfall into Up-Air jetzt hier. Ich liebe es auch. Keiner ist viel zu offensiv, keiner viel zu defensiv. Ja. Das ist irgendwie so ein Mix aus beiden. Das stimmt. Es ist wirklich wundervolles Smash Bros. Ultimate, was wir hier gespielt bekommen. Und die Dash-Tech in Neutral. Man rechnet nicht damit, sie ist aber schnell und die böllert. 80% Center Stage, vielleicht hat er weggehalten, tot. Das also, ist erstaunlich. Also ich weiß nicht, ob einer der Spielgang panikt, aber ich hab noch nie jemanden von beiden paniken sehen. Also die können sich echt gut beherrschen. Ja, wir sehen auch gerade SDN in der Corner, aber keine Panic-Option, kein gar nichts. Er versucht da langsam jetzt rauszukommen, ist aber wieder im Squirtle, in der Squirtle-Kombo drin. Für welche Option wird er sich entscheiden? Ich glaube, wenn Ike auch in der Combo drin ist, kommt er gar so schnell auch nicht wieder raus. Nee, Ike ist wirklich, hat sehr schlechte Frame-Data für sowas, um da sich irgendwie rauszumashen. Muss mit den standardmäßigen Air-Dodges, Jumps oder Air-Drift einfach rauskommen. Okay, die Dash steckt wieder in Neutral, obwohl der Ivy nicht mal ansatzweise bei Kill-Percent ist. Wird davor gepunished, aber jetzt sind wir in Neutral und SDN immer noch vorne. Man sieht, er geht für lang, kleine Pokes, hier ein Fair, da ein Downtilt. Oh, ab näher into Fair, die Most Basic Ike-Combo. Boah, der Delayed Jab, um das Schild und abzuwarten. Ian dachte, es wäre Single Jab, wollte das punishen, wird aber von Jab 2 doch noch gecatcht. Dieser Mann kennt Ike in- und auswendig. Oh mein Gott. Aber näher into Uppy. Solider Kill-Confirm an der Stelle. Und das Game ist eigentlich, dafür, dass der erste Stock ein Zero to Death war, vollkommen ausgeglichen. Also, Ian's Pokémon-Trainer, vor dem habe ich wirklich Respekt. Ja, das sieht man auch. Dieser Mann weiß auch, wie aber auch vor S-Gang. Man sollte Balge wirklich nicht unterschätzen. Oh, und ja. Man sollte ihn nicht unterschätzen. Air? Genau, in dem Moment näher into Up-Air. Das ist Game 1. Ich kann es eigentlich noch True? Wie mein? Näher Up-Air? Näher Up-Air? Das sah True aus auf jeden Fall. Näher wurde genervt, das weiß ich. Relativ zu Beginn des Spiels, also jetzt schon mehrere Jahre zurück. Aber sieht gut aus. Hat funktioniert, man kann sich nicht beschweren. Und ja, Stage-Buns wurden schnell gemacht. Die Spieler setzen ihre Headsets wieder auf. Erste Runde vorbei, keinerlei Erschütterungen bei den Spielern anzusehen. Und wir gehen eigentlich sofort gleich in die zweite Runde, oder? Ich glaube, es wird noch kurz Musik ausgewählt. Aber ich bin ja gespannt, welche Map kommen wird. Oh, ich könnte mir eine höhere Map vielleicht vorstellen, damit diese Up-Air-Kill-Confirms von Ike nicht ganz so stark zur Geltung kommen. Oh, Yoshi! Yoshis, okay, das ist das komplette Gegenteil, wenn hier von der oberen Plattform ausgekommen wird, ist es basically over, aber ich glaube, Ike kommt nicht so oft in die Situation. Also... Oh, er geht tief und das mein Gott. Das war sehr, sehr bitter. Zero to Death gleitet komplett offstage und wird mit der Aquaknarre einfach gesniped und ist sofort in der nächsten Squirtle-Kombo drin. Also in der oberen Plattform, Ikes Up-Air wäre tödlich und die von dieser Knospe auch richtig tödlich. Ja, definitiv. Ja. Und wir sehen ja auch den Ike Up-Air-Juggle into Back-Air. Warte den Tag ab, ist geduldig. Up-Air into Fair, die Schild-Pressure ist vorhin. Grab die Roll. Und dafür, dass es Zero to Death am Anfang war, sieht schon. Oh. Das sieht okay aus, Also ich liebe es wirklich, wie SGN, aber auch Ian, sehr geduldet hat. Ja. Oh. Also Geduld ist hier auf jeden Fall das Maß aller Dinge. Ich war gerade direkt reingerannt. Ah, nee. Ian weiß auf jeden Fall besser, wie es geht aktuell. Ist auch fast einen ganzen Stock vor STN. Arbeitet sich langsam voraus. Auch ein guter Ivysaur Killman-Firm. Könnt ihr schon gefällt sein, aber näher ab er. Ist das es ist True, so war die Frage? Stark.
Ist es true? Es sieht true aus. Ja, auf es jeden sieht auf jeden Fall so aus, aber ich weiß nicht, ob es noch true ist. Aber ich würde vermuten. Ich glaube, Ian würde nicht zweimal davon gelten. Und der F-Tilt, um den Side-B-Charge zu predikten. Hast du gesehen, gestern war Gyura-Kill? Wir haben vorhin noch darüber geredet. Ganz genau. Da kommt der Glock. Glock hat ja auch wirklich gute Range, um sowas zu catchen. Mhm. Geht hier sofort auch wieder zu Squirtle. Er will dieses Game schnell beenden. Vor allem auch das der Forward-Tilt von Gyura-Kill. Er ist sau stark. Ja, das stimmt. Haben wir auch gerade gesehen, bei 90 schon einen Ike zu killen. Wir hatten ja davor drüber geredet. Ike ist schwer, aber der ist die. Das ist so bitter. Das ist so, so bitter. Okay, das Game basically even. 50% auf Ike. Das kriegt Ike relativ schnell und Ike killt auch echt gut. Oh, langsam sich das Game wird etwas rund, etwas geslowdown. Beide Spieler versuchen einander reinzukommen mit kleinen Pokes. Näher into Uptilt und das ist 13% Unterschied. Das ist gar nichts. Da SDN sogar im Lead und wenn er das noch, wenn er das jetzt sogar noch klatschen sollte, das wäre heartbreaking für Ian an der Stelle. Ah, Ian mit der Safe and Shield Pressure hier am Start. Guckt, wie er reinkommen kann. Wird auf der Stecke, das ist offstage, das ist ganz gefährlich für Ian. Geht für den Terra Cancel. Mit den Razor Leafs arbeitet er sich zurück auf die Stage. Ist jetzt bei Center Stage. Es ist Game 2 bereits, aber die Situation ist super spannend. Misst den Down Air. Man kann wirklich nicht weggucken, weil man wissen will, wie es weitergeht. Aber wirklich. Oh, der Down. Oh, der F-Tilt killt fast, die Killsparks waren schon da, aber die Eye war on point. Weißt du, wie schwer Bisak noch eigentlich ist? Schwerer als Squirtle. Ja, wow. Wer kann ich dazu? Parried die Dash Attack, aber kann nichts daraus machen. Und noch eine Dash Attack, das ist so bitter. Das ist so bitter, das ist hard crushing auf jeden Fall. Ei, 2-0 Lead für SDN. Kann er das noch zurückholen? Kann Ian dieses Set gewinnen? Also, er kann es auf jeden Fall. Wenn jetzt S-Gang ein paar Fehler macht zum Beispiel. Aber wird SDN Fehler machen? Ja, das ist halt die Frage. Man weiß es nicht. Es sieht schwierig aktuell aus. S-Gang ist ziemlich geduldig. Ja. Also, wir bräuchten nochmal so eine Situation wie auf dem ersten Stock, wo SDN mit der Aqua-Knarre einfach weggeschossen wurde im Abbi. Dann wäre das vielleicht möglich. Also, wenn Ian jetzt gewinnen will, muss er sich wirklich konzentrieren. Ja, das ist sicher ein Faktor. Aber ich denke, vielleicht auch einfach, vielleicht ein Character-Swap? Könnte das kommen? Gengsku Skief oder Kazuya wäre besser? Kazuya vielleicht nicht. Ich habe gesehen in Top-Level-Play, dass Goblin auch immer mit Ike Kazuya counterpickt. Aber das wäre wahrscheinlich nicht die Idee, der jetzt Kazuya aber zu picken. Aber Skief? Skief vielleicht, aber kein Character-Swap. Es geht weiter mit PT gegen aber Ike. Aber die Frage ist, ob Skief in ihrem Fall besser wäre als Pokémon-Trainer. Ich glaube, die Frage existiert nicht mehr, weil es ist Pokémon-Trainer. Ja, eben. Und außer wir kommen jetzt noch in ein Game 4, wird es bei PT wohl jetzt auch erstmal bleiben. Die Dash-Deck wieder neutral. Diese Dash-Deck vor allem in Mid-Range auf diese Dash-Deck zu reagieren, ist so schwer. Mm. Es ist wirklich die Hölle. Du siehst die fast nie zukommen. Ja, das ist halt so. Und Up-Throw into Up-Air. Ich glaube, es ist nicht true, aber auf jeden Fall eine Frame-Trap und Ian kam da nicht raus. Die Up-Air von Ike ist auch so mächtig. Die ist wirklich sehr mächtig. Auf einer Stage nicht wirklich Großes mit Yoshis. Ich würde sogar so weit gegen und sagen, das ist einer der besten Up-Airs im Spiel von der Killpower, ja. Das kann gut sein, ja. Ich glaube nach Pyra-Up-Air oder so, vielleicht sogar stärker als Pyra-Up-Air. Ach, nicht sicher. Es ist auch nicht so wichtig, da wir gucken müssen, ob Ian es hier schafft, zurückzukommen. 85%, 101%, es ist möglich. Es ist definitiv möglich. Eingestiegter Treffer und Ike wäre draußen. Exakt. Aber er darf sich auch nicht zu oft selber treffen. Das ist schon wieder über 70% auf seinem zweiten Stock. Diesmal Up-Throw-Up-Air nicht möglich. Oh, Down-Tilt, Up-Air. Er ist beides in Kill-Percent. Und das Glurak, der Character-Switch wird predicted aber mit dem Up-Air. Von der Down-Tilt auf der oberen Plattform und Gang Up-Air noch hinterher. Die obere Plattform wirklich gut. Ja, aber trotzdem sind wir nach Game 2 auch wieder auf derselben Stage. Mhm. Ian war der Meinung, dass die Stage schon nicht das Problem. Dementsprechend haben wir das Runback. Aber es sieht ganz und gar nicht so aus. 3 Stocks zu einem. 73% auf dem letzten Stock für Ian. Oh, das sieht bitter aus. Das sieht selber aus. Die Dash Attack wieder. Beide in Kill-Percent, aber SDN hat noch nicht mal einen Stock von der Tech. Aber er ist tot. Er ist leider tot. Aber Getag war sehr gut. Getag war wirklich gut, ja. Kleine Hoffnung schon mal für ihren 105%, aber letzter Stock mit Squirtle. Die Dash Attack killt, Up-Air killt, alles killt. Oh, da war auch die Dash Attack. Aber Ian war dafür bereit. Geht für seinen String, will hier alles Mögliche rauskommen. Guckt für mit Ivysaur, vielleicht für einen Kill, Cheesy Kill Confirm, vielleicht für einen Down Air Spike. Aber Center Stage wird das nicht sehr realistisch sein. Versucht mit Razor Leaf sich langsam reinzupoken. Razor Leaf wird aber geparried unter den F-Tilt converted. Razor Leaf nochmal, aber er kommt nicht rein.
SDN mit dem Jab, SDN's Defense ist hier zu stark, geh für den Up-Air. Diese, jede Up-Air ja, killt und der, ja, das war's. 3-0 für SDN. Ian raus als Fünfter. Mm. Das